Hi Leute, ich habe heute ein Video für euch, in welchem ich euch zeigen will, wie ihr eure Weihnachtsgeschenke irgendwie kreativ verpacken könnt. Also sowohl quadratische, eckige Sachen wie Bücher oder DVDs, aber auch Tassen und Schmuck oder keine Ahnung, wie ihr eine Box schön gestalten könnt, um einen Schal reinzustecken. Irgendwie sowas in der Art. Ich hoffe, es gefällt euch. Damit man Bücher nicht immer gleich verpackt, zeige ich euch heute, wie ihr dieses Buch bzw. irgendein x-beliebiges Buch logischerweise schöner verpacken könnt. Hervorragend hierfür eignet sich dieses zweifarbige Papier, weil man bei dieser Verpackungstechnik beide Seiten vom Papier sehen wird. Wenn euch das nicht stört, könnt ihr natürlich auch normales nehmen. Dann schneidet ihr euch erstmal ein Stück zurecht, um euer komplettes Buch darin einpacken zu können. Wenn ihr ein Geschenk verpackt, solltet ihr immer darauf achten, dass ihr den Preis überklebt, weil sonst wäre das natürlich ein bisschen doof. So, jetzt legt ihr das Buch mit der Vorderseite nach oben auf euer Papier und schlagt das Papier erstmal so um die Ecke. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das auch noch mit Tesafilm befestigen. Dann schlagt ihr die andere Hälfte über das Buch und faltet es dann in der Mitte, dass oben die Hälfte von beiden Seiten zu sehen ist, wenn ihr wisst, wie ich meine. So, wundert euch nicht, dass das Papier hier so knittrig aussieht. Ich habe das ein paar Mal ausprobieren müssen. So, diese zweite Hälfte, die ihr jetzt übergeschlagen habt, faltet ihr jetzt so Ziehharmonika-mäßig, wie man das früher im Kindergarten oder in der Grundschule gemacht hat, um sich solche Fächer zu basteln. Und ja, das faltet ihr einfach bis zu dem Knick, wo ihr das Papier dann wieder zurückschlagt sozusagen. Harmonika gefaltet, das schlagt ihr dann auch wieder zurück. Also damit ihr dann dieses, was vorher lila war, jetzt in der Mitte genau habt, als so einen Streifen, damit so was Fächerartiges entsteht. Dann dreht ihr euer Geschenk einfach um und faltet das eine Ende von beiden einfach so, wie als würdet ihr ein normales Buch verpacken, hier mit den Ecken einschlagen und dann hoch und mit Tesafilm festkleben, wie ihr sehen könnt. Und die andere Seite könnt ihr nicht so verpacken, ansonsten habt ihr diesen Fächereffekt nicht mehr. Hier faltet ihr das so tütenmäßig. Also das ist ein bisschen schwer zu erklären, deswegen müsst ihr wohl genau hinschauen. Ihr faltet das so an den Seiten rein, wie ihr hier sehen könnt. Und biegt das dann oben noch so ungefähr einen Zentimeter um, um das Ganze dann auch wieder mit Tesafilm zu fixieren. So habt ihr dann auf der Vorderseite von dem Buch diesen Fächereffekt sozusagen. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie ihr auch was Eckiges, nämlich eine DVD, verpacken könnt. Und zwar als eine Art Elchkopf. Dazu braucht ihr beigefarbenes Papier oder sowas Aprikotfarbenes. Wenn ihr kein Geschenkpapier habt, könnt ihr auch einfach zwei Papierbögen nehmen und macht es dann so wie ich. Ich habe nämlich erst das Geschenk von der einen Seite verpackt und dann hat das Papier natürlich jetzt so nicht gereicht. Und dann habe ich es einfach noch von der anderen Seite verpackt. Also so, dass die Vorderseite dann die schöne Seite ist und man da nicht die ganzen Klebestellen hat oder wie auch immer man das nennen mag. Euer Geschenk fertig verpackt habt, braucht ihr braunes, weißes, rotes und schwarzes Papier und eine Schere. Aus dem braunen Papier schneidet ihr das Elch- oder Hirschgeweih aus. Aus dem weißen Papier schneidet ihr die Augen aus, auf die dann aus dem schwarzen Papier ausgeschnittene Kreise draufgeklebt werden. Und aus dem roten Papier schneidet ihr dann am Ende die Nase von dem Hirsch oder Rentier oder Elch oder was auch immer es sein mag aus. Das Geweih befestigt ihr dann auf der Rückseite von dem Geschenk einfach so mit Tesafilmstreifen.
Und die anderen Sachen klebt ihr dann auf die Vorderseite von dem Geschenk, entweder mit doppelseitigem Klebeband oder ihr benutzt irgendwie solche Fotoecken, so habe ich das gemacht, oder ihr schmiert es einfach ganz normal mit Kleber ein, das ist natürlich einfach euch überlassen und dann ortet ihr das so an, wie es euch gefällt. Tassen sind ja immer relativ schwierig zu verpacken, darum möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr so eine Fototasse, die übrigens auch eine richtig gute Geschenkidee ist, ganz leicht und trotzdem ganz hübsch verpacken könnt. Dazu braucht ihr erstmal eine Pappunterlage, die groß genug ist. Die verpackt ihr dann in irgendwie weihnachtliches Geschenkpapier oder wie ihr eben mögt und passt auf, dass eben die Tasse da drauf passt. So eine Tasse könnt ihr dann gut mit irgendwas befüllen, zum Beispiel Süßigkeiten oder irgendwas. Hier habe ich Bonbons genommen. Dann braucht ihr dieses durchsichtige Zellophanpapier. Davon schneidet ihr euch dann ein relativ großes Stück zurecht, wo ihr dann eure Pappe drauflegt und die Tasse draufstellt und dann alle vier Ecken von diesem Papier in der Mitte so zusammennehmt und den Rest noch so dazu knüllt. Und das Ganze fixiert ihr dann eben einfach oben mit einem Band. Und das könnt ihr dann, weiß nicht, da könnt ihr kreativ werden, da könnt ihr das dann so kringeln oder noch irgendwelche Kugeln oder Anhänger dranhängen. Und dann habt ihr eure Tasse total süß verpackt. Wenn ihr Schmuck verschenken möchtet und den aber nicht in diesen Schmuckbeuteln, in dem der oft kommt, lassen möchtet, habe ich jetzt eine gute Idee für euch. Hierfür braucht ihr auch wieder ein Stückchen Pappe, das groß genug ist, um den Schmuck draufzulegen und verpackt das wieder, wie ihr Lust habt. Ich habe jetzt hier rosanes Papier genommen. Dann braucht ihr außerdem ein Stück Band. Ich habe hier so ein silberglitzerndes Stoffband, was ihr dann auf der Rückseite von dieser Pappe fixiert. Eure Ohrringe, ganz egal was für welche es sind, hakt ihr jetzt einfach, also wenn es solche Hakenohrringe sind, hakt ihr sie natürlich durch dieses Band durch. Das geht total einfach, man steckt das einfach durch. Genauso ist das aber auch mit Steckern. Da macht ihr einfach dieses Hintersteckerchen ab, piekst das durch dieses Stoffband und befestigt das dann hinten wieder und tada, dann hebt das auch. Jetzt braucht ihr wieder ein Stückchen von dieser Geschenkfolie, aber diesmal machen wir das nicht so knautschig oben drüber, sondern falten das schön von vorne und kleben das dann einfach hinten fest. Das geht ganz einfach, wenn man einfach so mit dem Tesafilm da so drüber fährt, dann bleibt er an der Folie kleben und dann kann man den einfach hinten befestigen. Manchmal ist das nämlich ein bisschen eingefummelt, aber so sieht das ganz hübsch aus. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie ihr solche Schachteln, die ihr habt oder gekauft habt oder wie auch immer, noch irgendwie verzieren könnt, um dann was reinzufüllen. Zum Beispiel Make-up oder ein Schal oder irgendwelche anderen Sachen, die sich schwieriger verpacken lassen. Entweder nehmt ihr da eine Schachtel, die ihr schon habt, oder einen beklebten Schuhkarton. So, für die erste Variante zeichne ich mir hier auf weißes Papier ein paar Flügel, sprich zwei Flügel. Die schneide ich dann aus. Klebe Tesafilm an diesen Falz und befestige die dann an den Seiten von meiner Box. Um den Deckel noch irgendwie zu verzieren, braucht ihr erstmal ein rundes Blatt Papier, das ihr dreimal faltet, so dass es dann geachtelt ist. Und dann zeichnet ihr an die beiden Außenkanten, die entstehen, eine gewünschte Form, weil wir jetzt nämlich eine Schneeflocke ausschneiden werden, also irgendwie sowas Zackiges. Und das schneiden wir dann aus. Klebt ihr dann einfach in die Mitte von eurem Deckel und schon ist die erste Schachtelvariation fertig. Die
zweite Möglichkeit, die ich euch zeigen möchte, ist eine Methode, um den Deckel von einer Box irgendwie noch zu verzieren oder so. Dazu braucht ihr einfach verschiedene Sorten von Band. Ihr könnt da total kreativ werden mit den Farben und den Breiten und dem Material und allem Möglichen. Ich schneide mir jetzt einfach hier von so einem weißen, von diesem, na, was ist denn das? Das ist dieses Material, was man auch so kringeln kann, von diesem Band eben so ein paar Streifen zurecht. Und befestige die dann so an der Innenseite von meiner Schachtel. Also das ist manchmal auch ein bisschen eingefummelt, aber ihr seht hier ja, wie ich das mache. Wenn ich das habe, dann nehme ich mir jetzt ein zweites Band, das ist jetzt so ein bisschen breiteres Stoffband, was ich auch bei dem Schmuck vorhin schon benutzt habe. Davon schneide ich mir jetzt zwei Stücke ab und klebe die so im rechten Winkel zueinander, beziehungsweise dieses eine webe ich jetzt so durch die anderen durch, also dass so ein, so ein dreidimensionaler Effekt ist das ja, also dass man unter das erste, über das zweite, unter das dritte, über das vierte, unter das fünfte Band geht und dann es festklebt und dann ist das halt da so durchgewoben. Ich finde, das sieht ganz schön aus, so Burberry-Muster-like vielleicht ein bisschen. Also hier seht ihr das nochmal näher und dann mache ich genau dasselbe nochmal mit so einem dünnen Streifen und dann sieht das echt hübsch aus. Wenn man das vielleicht noch mit verschiedenen Farben macht oder sowas, kann das ja echt ganz cool aussehen. Dann könnt ihr in diese Box jetzt zum Beispiel einen Schal reinfüllen oder noch eine Tüte, irgendwas Süßes oder irgendwelche anderen bisschen sperrigeren Gegenstände, die man nicht so gut verpacken kann. Das war's dann auch schon und ich hoffe, es hat euch gefallen. So, das waren alle Geschenkideen bzw. Geschenkverpackungsideen, die ich so hatte, die vielleicht ein bisschen außergewöhnlicher sind und die in ein Video reingepasst haben. Vielleicht war ja die ein oder andere Inspiration für euch dabei. Sagt mir in den Kommentaren, was euer Favorit ist und twittert oder facebookt mir oder wie ihr Lust habt, unbedingt bitte Bilder von euren Geschenken. Also auch wenn ihr sie jetzt nicht so einpackt, wie ich das da jetzt gemacht habe. Aber einfach so. Vielleicht sehe ich ja irgendwas, was ich cool finde und verpacke dann meine Geschenke so. Mir macht Geschenke einpacken total viel Spaß. Also ich mache das total gerne, weil ich finde, das ist nochmal so Sahnehäubchen, kann man das so sagen? Keine Ahnung. Also ich finde, ein schön eingepacktes Geschenk macht viel mehr her irgendwie, weil wenn man dann schon Geld ausgibt und sich Gedanken macht für Leute, die man gern hat, dann finde ich, kann man sich ruhig auch mit der Verpackung ein bisschen mehr Mühe geben. Aber da scheiden sich die Geister. Das ist mir auch klar. Ja, das Video war viel Arbeit zu drehen und zu schneiden und so weiter. Darum hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Das habe ich schon mal gesagt, glaube ich. Und ich würde mich total arg, wirklich total arg freuen, wenn ihr dieses Video positiv bewerten würdet vielleicht. Und wenn ihr mir helfen würdet, es so ein bisschen zu verbreiten, damit möglichst viele Leute was davon haben, sofern es euch gefallen hat. Vielleicht retweeten auf Twitter oder teilen auf Facebook oder sowas. Ich sage sowas so ungern, aber das wäre halt echt cool. Also ja. Ich weiß nicht, ob wir uns vor Weihnachten nochmal sehen. Wahrscheinlich eher nicht. Darum wünsche ich euch schon mal ein schönes Fest. Kann man das so sagen? Und hoffe, ihr feiert schön. Esst schön viel und packt schön Geschenke aus mit eurer Familie und Freunden und wie auch immer. Und ja, dann, wir sehen uns aber auf jeden Fall vor Silvester nochmal, denke ich ja. Hoffe ich. Also gut, bis dann. Ciao. Ganz schön lang geworden. Es hat auch echt viel gedauert. Das Video ist ganz schön lang geworden. And try it again.